Ja, in diesem Video geht es um den Sumo Style Deadlift, eine Variation des Kreuzhebens. Bei der ist der Stand und der Griff ganz anders, aber trotzdem gibt es noch einige Sachen, die gleich sind wie beim normalen Kreuzheben. Das heißt, dass die Hantelstange zum Beispiel zwischen jeder Wiederholung den Boden berührt, ist da auch so. Der größte Unterschied liegt darin, dass nicht mehr der untere Rücken primär trainiert wird, der wird schon fast ausgenommen bei dieser Übung, sondern die Hüfte durch den breiten Stand. Natürlich werden die ganzen Muskeln in den Beinen natürlich auch noch sehr stark strapaziert. Durch die verkürzte Range of Motion, die aufgrund des Griffes eben so kurz ist, kann auch mehr Gewicht gehoben werden. Und deswegen gibt es viele Trainierende, die diese Variation dem normalen Kreuzheben vorziehen, ganz einfach, weil sie mehr Gewicht heben wollen. Ja, der Stand sieht so aus, dass die Füße wesentlich weiter auseinander stehen als beim normalen Kreuzheben. Ich verwende hier einen natürlich breiteren als schulterbreiten Stand. Und das heißt eben auch, dass die Hände die Hantel quasi innerhalb der Knie fassen, was beim normalen Kreuzheben nicht so ist. Da greift man eben natürlich außerhalb der Knie die Hantel an. Dann einfach nach unten, Knie beugen, Rücken anspannen und aufheben die Hantel. Ja, ich finde das normale Kreuzheben auf jeden Fall nützlicher als den Sumo Style Deadlift, ganz einfach aus dem Grund, weil es eine viel bessere Ergänzung zum normalen Kniebeugen sind. Beim Sumo Style Deadlift, wo die Hüfte auch bei mir trainiert wird, das ist zwar schön und gut und als Abwechslung ab und zu nicht schlecht, jedoch passt als Ergänzung zu Kniebeugen der Deadlift viel, viel besser und die beiden Übungen ergänzen sich einfach so perfekt, dass sie quasi einen gesamten Beinworkout schon auf die Reihe stellen können. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.